Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, hier vorne ist was Besonderes bereitet. Asche für unser Fest am Aschermittwoch, verbrannt aus den Palmzweigen des Vorjahres und heute für uns aufgelegt auf unsere Stirne. Gleichsam werden wir markiert als Menschen, die sich einlassen auf diese Fastenzeit, in den letzten Tagen noch vielleicht als Clown, als Prinzessin verkleidet, lustig und fröhlich die Faschingzeit, wird jemand gesagt, anstatt der Flasche, jetzt die Asche. Diese Asche, sie möchte uns einladen, nachzudenken über unser Leben. Die Zeitungen wissen sehr wohl zu berichten über den Sinn des Fastens. Auch die modernen Wellness-Denker und Ideologen schreiben, wofür es alles gut ist, das Entschlacken für den Körper, für die Psyche. Man hat das längst erkannt, dass das Fasten nicht nur etwas für ein paar fromme Christen ist, sondern für alle Menschen gut tun kann. Frei werden von etwas, um frei werden für etwas. Das hängt zusammen. Diese 40 Tage, eine Einladung für jeden von uns, ob klein oder groß, nachzudenken, wo kann ich etwas weglassen, loslassen, weniger tun, zu viel Fernsehen, zu viel Naschen, was auch immer, um dafür mehr Zeit zu haben für andere kostbare Dinge, für das Gespräch, für das Spielen, für das Reden miteinander, für einen Krankenbesuch, für das Gebet. Das möchte die Fastenzeit uns einladen. Und so bekommen wir heute diese Asche. Sie erinnert uns auch an die Vergänglichkeit. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist, zu Staub zurückkehrst. Wir werden auch dazu sagen, und zur Auferstehung berufen bist. Diese Vergänglichkeit annehmen ist die eine Seite, so bitter und schmerzhaft das ist. Aber dahinter auch die Botschaft, die am Ende dieser 40 Tage aufleuchten wird, in der Osterzeit. Auch das sollen wir mitspüren in unserem Herzen. Und so werden wir diese Asche jetzt segnen. Danach sind alle eingeladen, sich das Aschenkreuz schenken zu lassen durch unseren Herrn Diakon Karl Ertl
und auch durch den offiziell kirchlich-bischöflich beauftragten Segensgottesdienstleiter Direktor Fritz Jeitler. Allmächtiger Gott, du willst nicht den Tod des Menschen. Du willst, dass er lebt, sich bekehrt und sein Herz neu ausrichtet. Segne diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, weil wir wissen, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen. Verzeih uns unsere Sünden und schenke ganz tief in unserem Herzen die Sehnsucht nach Leben und Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Tut Gutes allen, helft den Unterdrückten und stiftet Frieden, liebet euren Nächsten. Dies ist ein Fasten in den Augen Gottes. Bekehrt.